Von hier drüben sind wir. Alter. In the Act mindestens Fanclub. Wie fandet ihr denn das? Lohnt sich auch, wenn man nicht Caught in the Act Fan ist? Ja, lohnt sich auf jeden Fall, weil die Jungs super klasse sind und die haben es einfach verdient, auch weiterhin Support zu bekommen von uns Fans. Ja, lohnt sich. Also ich fand, die haben gute Stimmen. Natürlich nicht so gut wie Caught in the Act, aber lohnt sich definitiv, definitiv. Ja, ganz toll. Klasse Stimmung. Man konnte tanzen, feiern.
fast wie früher, wie vor 20 Jahren. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur zoomen. Das war richtig klasse, ja. Man hat sich wieder zurückgesetzt gefühlt in Teenageralter, also wo man auch seine Poster im Kinderzimmer aufgehangen hat. Satisfied with the boys? I am so satisfied with the boys. I thought they did an absolutely fantastic job. I couldn't help but sing along the whole time. It's worse coming here? It's, oh, absolutely, absolutely. I came from San Diego, and so it's a little bit cold for me, hence my big jacket, but I'm staying for a little, I just extended my trip, so it's worth staying for, absolutely, yeah. Ich hatte keine. Ich bin so eine Klassiktante. Also ich habe gesagt, die drei Tenöre, das war meine Boygroup. Carreras, Domingo und Pavarotti, aber heute Abend bin ich ziemlich von Socken. Ich finde es toll. Und schon eine Entscheidung getroffen? Eindeutig für mich. My favorite ist Nummer 5. Der Mann ohne Namen. Ja, mein Skateboard. 90er Konzert heißt Skateboard. Zum Gast denn du? Boys to Backstreet Boys oder Take That? Zum Lehmann. Ich fand den Moderator für den absoluten Hammer, muss ich zugeben. Aber was ich sehr, 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 sehr toll fand, war wirklich die Zeitreise zurück in den 90ern. Hat mir richtig gut gefallen. Ich war kein Boyband-Fan. Ich war so der Michael Jackson-Fan. Aber heute, die Zeitreise war der Hammer. Und der John, glaube ich, hieß er, war mein Top One von den 5. Also ihr müsst mal hingehen und euren eigenen Top-Typ, Top-Boy suchen.